So, hallo und herzlich willkommen wieder hier beim Mittelalter-Simulator 2017. Und zwar sind wir hier wieder unter Alle Rudolf, Herzog von Schwaben, Graf von Ulm, Fürstenberg sowie von Württemberg. Ist wieder am Start mit seiner zahlreichen Kinderschar. Und er führt zurzeit Krieg, ja. Also beziehungsweise er führt keinen Krieg, er kämpft für sein Leben sehr tapfer. Ist zurzeit in Cremona beim Feldzug gegen den Feind. Und da schauen wir mal, hier sehen wir dieses tapferen 7000 Soldaten gegen die Rebellion, die sich gerade eben selbst erledigt hat. Dann geht es noch um den Krieg gegen den Bodewin, den vierten von Flandern, Herzog von Flandern, Brücke, Ypern. Ein Krieg gegen meinen Lehnsherr, König Heinrich den vierten Salia führt. Und des Weiteren führen wir noch einen Krieg gegen die Polen. Polen, die sich erobern. Und wir können für meine das Herzogtum Savonien fordern. Ja, in dem Krieg. Wir haben sogar die nötigen Finanzmittel dazu. Und den werden wir jetzt auch wahrscheinlich durchführen. Weil wir wählen jetzt erstmal eine Ambition, das habe ich ganz vergessen. Da möchte ich mal gern deine Verwaltung verbessern. Des Weiteren können wir durchführen. Dann gehen wir natürlich auf Kavallerie fürs Mittelalter. Wir können gegen Herzog Gottfried von Lothringen und für Freundes von Blor. Wir mal Krieg gegen den Herzog hier von Savonien. Herzog Savonien. Und heben unsere Truppen aus. 2000 tapfere Schwaben kämpfen im Krieg gegen Savonien. Ich würde sogar ein, zwei tapfere Befehlshaber zur richtigen erheben. Mein Marschall hört seine Aufgabe auf, so kann er anführen. Wir nehmen die linke Flanke. Als Herzog von Schwaben kämpft natürlich mit. Alles wäre auch jetzt recht schön, wenn ich die Hütte gesandt habe, wenn sie an ihn zurücksandte. Wir denken mal eine neue. Eine neue Bestrafung. Seid drin zur Truppe. Zeigen wir für den Mittelmond. Sind die Hosen. Niemals. So. Wir sehen hier, direkt in den Bergen von Savonien werden wir die 3300 oder knapp 400 Mann attackieren. Und wir kriegen wieder Geld. Jetzt sehen wir mal, wie die Schlacht entwickelt. Ach, da flieht er. Die fliehen schon. Und der Buchart des Savonien. Fällt er auf unser Savonien. Immer aggressiver. So, die fliehen schon. Genau der Mittelteil. Der eine Teil ist schon vom Schlachtfeld geflohen. Das war ja eine große Flucht vor den tapferen Schwaben. Die werden wir mal verfolgen. Kaiser La Karl Udo, was? Okay. Oh, wir führen jetzt Krieg in Lorrain. Werfen die Truppen wieder aufeinander, die haben relativ hohen Kavallerieanteil. Überrennen wir aber tapfer. Dann den Bürgermeister von Torino. Ist in Gewalt gebracht. Weiterkrieg. Gewitz, haben wir die Männer so weit vertrieben? Nein, nein, die ziehen durch meinen Schwaben, das kann ich nicht lassen. Ich will meinen schönen Schwaben ziehen. Oh, mein Herzog, ich bin zu kalt. Legion befasst, desto mehr fühle ich einen großen Zwang, zu ihr überzutreten und euch die Weisheit zu zeigen, die diese Texte enthalten.
An Mai sende ich euch Auszüge aus den interessanten Teilen. Ich dringe euch, mein Beispiel zu folgen, zur Katan-Religion zu konvertieren. Euer Hofprediger, Bischof Adalard. Bischof und zwei Falten. Das verrückt verhaftet ihn natürlich. Rudolf ist ja ein pflichtbewusster Geistlicher. Der weiß, was er tun muss. Oh, ich soll Kommandanten beim Kaiser Lothar Udo werden, lieben gerne. Herzog von Franken. Ah. Gut, auf jeden Fall stehen wir jetzt mit unseren Truppen nach Savonien, da dieser unbekümmerte Truppenrest von 214 Mann, der da irgendwo durch die Gegend schüttet, glaube ich, keine große Gefahr für die Befestigung von Schwarm ist. Wir können sogar noch 24 Mann abfangen. Wenn jetzt damit anfangen, dann würden wir ein bisschen die Zeit erhöhen. Ah, wo ist da? Die Grafschaftshauptstadt von Savonien. Zu attackieren. Er ist mittlerweile wieder freigelassen. Jägermeister. Mein Römischen Reich. Ich bin der Seneschall. Oh, das wusste ich gar nicht, dass ich Seneschall bin. Der Herzog von Savonien besitzt ja relativ viel. Ja, er besitzt ein bisschen, also er besitzt seine Kraft. Herzog Pier von Savonien. Gott, ist dieser Kaiser schwach. Wenn wir gleich eine Fraktion gründen. Verzeihung. So. Gründen wir einfach zwei Fraktionen, dann wir mit unseren Truppen hier. Oh, wir haben einen Anspruch. Ein Fürst, wie es scheint, trägt meine Arbeit in Breisgau allmählich Früchte und zur Hilfenahme von Bestechung, Abpassung und Drogenkriecherei. Es ist mir gelungen, einen Herrschaftsanspruch auf die Grafschaft von Breisgau zusammenzuspinnen. Ein Gebiet, das sich derzeit im Besitz von Herzog Berthold von Kärnten besitzt. Die Entscheidung, ob ihr diesen Anspruch geltend zu machen wünscht und ganz bei euch Anspruch natürlich durchsetzen. Wir haben die nötigen finanziellen Mittel. Ein Fehler. Deswegen das mit zu nach dem Titel, der ist eine. Die hat mir Appetit gemacht. Ich habe einen fähigen Fall drauf kommen lassen, der mir mehr Befriedigung beibringt. Ich bin Herzog Rudolf der Grausame. Dann werde ich wohl ein Fehler. Entwickle mich zu meinem. Oh, wir führen Krieg über Seeland wieder. Von Rheinfelden, dann könnte ich den ja wieder verheiraten. Natürlich, der wird verheiratet. Und wir geben ihn Grafschaft Württemberg. Oh nein! Er hat viele kompetente Kräfte verloren. Oh, nur halt Männer, da sammeln sich dieser Wohn ja. Wird es wohl noch zu einer Schlacht kommen. Obwohl, ich glaube, wir können ihn, wenn wir zu einer Grafschaft aufstatt will, mal ihn unter Druck setzen. Unabhängige Kolonie Savonien. Da meine ich unserem Lehnzeit nichts getan, weil. Ein Gerücht über einen Schüler, der in meinem eigenen Schlüssel wurde heute Morgen bestellt, als ich ihn aufgeschüttet hatte, tappte. Schnell die Augen raus. Wir sind ja der Grausame. So, dann werden wir in Ulm unsere Truppen wieder auflösen. Und erstmal die Sache wachsen lassen. Ich bin ein bisschen beunruhigt, weil der kann auch relativ viele Truppen aufstellen. Wir werden erstmal ein bisschen Geduld walten lassen. Oh Gott. Breisgau wird hier überrannt von Holländern. Böhmer.
hat sich auch herauskristallisiert. Zeige, Schreich geht ja total vor die Hunde. Böhm ist unabhängig. Da unten die einzelnen Grafschaften, also seine komische Reichbrücke kann steigen. Er hat wieder 7000 Mann, ist so verschuldet. Ah ja, muss ich mal bitte alles durchsetzen. Schießen wir die Funktion. Warten, bis ich die Wurm geklärt habe, ich das meine Armee. Oh nein, bitte nicht, zergelschen. Wer bist du? Oh, wir haben überlebt! Wir waren etwas krank, aber überlebt. Da steht der Fehler. Tapfer, stolz, gemäßig, willkürlich. Graf Werthold. Kinder? Ne, er hat noch keine Kinder. Kaiser Heinrich der 4.5. Kleines Kind. Aber er sammelt Truppen um sich. Das kann doch wieder bergauf gehen. Herrschaft hochmütig. Helfen meiner Freundin natürlich, ihren Anspruch in Savonien zu befestigen. Indem wir eine. Indem wir Reiterlegion dahin schicken. Haben wir sogar begleitet. Oh nein! Also gut, und wurde verwundet. Wie Mut. Schau mal. Wow. Dafür habe ich mir jetzt die Verwundung eingetragen. So, ich glaube, es ist Zeit für unser Kick in Breisgau. Wird Buch in der Steiermark ein. Oh, können wir sofort überraschen. Ein Blitzschlag. Oh nein. Wir führen jetzt Krieg gegen den Herzog von Kärnten. Wir haben Breisgau beanspruchen. Da drüben befinden sich die Truppen des Feindes. Wir kennen und wir haben inkompetente Befehlshaber. Das heißt, wir werden das mal kontrollieren.
wir zwei neue rekrutiert, die werden wir jetzt dann auch einsetzen. So, es ersetzt durch einen Kompetenten, durch den Bertolt, Ido, den Kopfgehört. So. Viertel von Wittenberg. Bertolt, mein Sohn, für die Armee an. Bin verwundet worden in der letzten Schlacht, also kann ich nicht kämpfen. Sie zieht jetzt in die Steiermark, um die gärtnerischen Truppen niederzumetzeln, was auch erfolgreich passierte. Wie ihr konnten sehen, 17 Mann verloren sie und wir nur 226. Das heißt, wir werden jetzt mal die feindlichen Truppen weiter jagen. Ja, von Gärten ist ja relativ mächtig sogar, wie ich gerade sehe. Wir werden mal Breisgau belagern. Wir sind gegen die Kriegfilmwestos. Gärtner Revolte. Alte Wunde ist ja nicht fallen, dann kommt das genau hinterlassen. Das ist ja auch nur vernarbt. Ständig an alle Gefangenen, die in meinem Keller denken, sie sind mir ausgeliefert, sie zu foltern. Ach, wäre ein Nervenkitzel. Ich in ihren Schreien laben, die Panik in ihren Augen sehen. Ich muss meine üblen Gedanken widerstehen. Wachen, ölt die Streckbahn. Wer ist das? Bürgermeister Sigismund Dorino. Wachen, ölt die Streckbahn. Lass ihn leiden! Wir schicken mal Agnes ins Versteck gegen den Dingos. Wir haben einen gegen Niederlotring. Oh, wir können Niederlotring für Baroness Phyllis von Claw beanspruchen. Marshall hat in den Lumen einen massiven Andrang. Graf Friedrich von Schwaben. Oh, ich bin zu viele Teile verlassen. Davor nach Baden, obwohl unsere Truppen beträchtlich sinken. Dann wird das besser, dass da. Okay, wir haben relativ viel Geld, das heißt, wenn wir jetzt entschließen, eine Kompanie, eine Söldnerkompanie anzuheuern, die dann für uns diesen kämpft. Ich glaube, 1700 Mann würden reichen, dann würde ich den Trupp der die Schweizer würde ich für uns engagieren. Nein, die Lombarden. Die haben noch vielleicht Kavallerie. Sind in den Ulm eingetroffen, 1700 Mann. Die schließen sich den Truppen in Baden an. Wenn er mit 4000 Mann haben. Und diese marschiert dann rüber ins Breisgau. In einer großen Schlacht den Feinden zu stellen aus Gärnten. Oh, wir haben fast 2000 Männer von denen niedergemetzelt. Sind sie nur 300. Weiter verfolgen. Göttingen haben wir sie erwischt. Auf dem Flanken. Wir sehen, sie verlieren total. Der einzige Hermann von Kärnten.
Ah, mein Sohn zeigt ihm wieder was auf meine Schulter. So. Dann spalten wir wieder ab, die Söldner. Weil wir lagern mit denen gemeinsam. Die Stadt jetzt. Oder nein! Ich bin ganz sicher, ist ja schon vorbei. Wir konnten die Forderung erfüllen. Dann können wir unseren Nordgau, wir gehörten Nordgau, Nordgau gehört mir. Sundgau. Nürnberg! Er hat sich vorbei, mit dem sind wir verbündet. Herzog der Lombardei. Selber hin. Unsere Truppen auflösen. Haben erfolgreich wieder Krieg geführt. Und das war dann das Ende. Wir konnten Herzogtitel erobern. Graf Friedrich von Schwaben. So. So, es war jetzt relativ abrupt das Ende. Möchte ich mich dafür entschuldigen. Ist mir nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch was. Schaut euch einfach das nächste Video an. Vom Rudolf, der gerne ist sauber.